Fotografien, künstlerische Installationen und Videoprojekte. Das alles und noch viel mehr gibt es im Kunstlanding in Aschaffenburg zu sehen. Seit Samstag stellen hier 8 junge Studenten und Absolventen von der Akademie für Bildende Künste Stuttgart ihre Werke aus. Eröffnet wurde die Vernissage von Oberbürgermeister Klaus Herzog. Er freut sich sehr über den Besuch aus Stuttgart. Das ist für die Kulturstadt natürlich in Aschaffenburg was Besonderes, wenn junge Künstler mit ihrem Professor nach Aschaffenburg kommen und sagen, wir sind junge Künstler und möchten hier gerne unsere Werke präsentieren. Die unterschiedlichsten Projekte sind hier auf 2 Etagen zu sehen, in denen Themen wie Umwelt, Menschheit und Politik verarbeitet werden. Für die Leiterin des neuen Kunstvereins Aschaffenburg, Elisabeth Klaus, sind Ausstellungen wie diese besonders wichtig. Junge Künstler müssen, gerade wenn sie mit der Hochschule zu Ende sind, viel Erfahrung sammeln und das ausführen oder anwenden, was sie vielleicht an der Hochschule gelernt haben. Sie müssen sich dem rauen Kunst, der rauen Kunstwelt stellen und das versuchen wir. Wichtig für das Kunstprojekt die Kommunikation der Künstler untereinander. Was das Besondere an unserem Kunstlanding, unserem Ausstellungshaus ist, dass es auf 2 Stockwerke viele verschiedene Räume hat. Das heißt, wir konnten jedem Künstler, jedem der 8 Künstler einen eigenen Raum geben, in dem er sich entfalten kann, aber auch in Dialog treten kann, weil die Räume geöffnet sind untereinander, in Dialog treten mit ihren Kollegen. Und das war eben auch schon beim Aufbau ganz wichtig, dass da ein kollegialer Austausch vorhanden ist. Auch mit dabei der Bürgermeister von Aschaffenburg, Jürgen Herzing. Ihm hat an der Ausstellung eine Sache ganz besonders gefallen. Manchmal schaut man sich ein Kunstwerk an und denkt sich dann, was will mir der Künstler sagen? Da kann man lange nachlesen, man kann aber mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Und das ist hier auch immer schön, dass die Künstler da sind und man sich austauschen kann. Zu sehen ist die Ausstellung mit dem Titel Rezepte für währenddessen und danach noch bis zum 22. April.